Hallo und herzlich willkommen zu Respekt TV, das Magazin. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Das sind unsere Themen heute. Jugendfußballturnier in Velbert, gemeinsam mit dem Respekt All-Star Team. Die Respekt-Initiative zu Besuch beim Österreichischen Gewerkschaftsbund und der Arbeiterkammer in Wien. Und Wolkenkratzer Festival 2013. Tolle Stimmung am IG Metall Hochhaus. Bereits zum zweiten Mal war die Respekt-Initiative bei dem gut organisierten Jugendfußballturnier in Velbert mit einer All-Star-Mannschaft vertreten, um für Toleranz und Respekt zu kicken. Unter anderem liefen für die Respekt-Mannschaft Prominente wie die Wissen macht Arm-Moderatorin und Respektbotschafterin Shari Reeves über den Platz. Die Initiative Respekt beim Jugendfußballturnier in Velbert. Schon zum zweiten Mal zu Gast mit der Unterstützung des Fußball-All-Star-Teams, das genau wie im vergangenen Jahr gegen die Herrenmannschaft des SV Union Velbert kickte. Für das Thema Respekt setzt sich die IG Metall und der Verein SV Union Velbert nach wie vor sehr engagiert ein. Michele Dattaro zieht ein Resümee. Also das hat auf jeden Fall in Velbert schon zum Thema ist es geworden, weil das Schild ist auch angebracht vorne. Und hier kommen auch Mannschaften, spielen ja auch die Erwachsenen, erste Mannschaften und was nicht alles da so gibt. Und das ist zum Thema auch geworden in Velbert. Aber auch gleichzeitig dieses Jahr wird Union Velbert 100 Jahre alt als Verein. Und da werden wir das genauso gut auch in diesem Jahr, in Jahren der Jubiläumsfeier nochmal kundtun. Hier packen alle mit an. Kurt Bartel wünscht sich für die Zukunft, dass noch viel mehr für das Thema getan wird. Dass alle vernünftig miteinander umgehen, was heute gar nicht mehr so üblich ist. Das sieht man auch hier häufig bei Spielen, wie die Jungs, vor allen Dingen im älteren Alter, miteinander umgehen. Und das ist einfach schlimm. Und deshalb unterstützen wir mit unserem Respekt All-Star-Team das Event. Thomas Zampach und Dietmar Roth, Ex-Eintracht und treue All-Star-Spieler, neu dabei Ex-Bundesligaspielerin Sarah Schwedmann und Kalle Flipsen, Ex-Borussia Mönchengladbach-Spieler. Auch wieder am Kicken Shari Reeves. Und mitgebracht hat sie diesmal ein unglaubliches Fußballtalent, Charles Azzina. It was very good game. Es war ein sehr gutes Spiel und wichtig, dass wir den Kindern ein Vorbild waren. Das ist sehr bedeutend, denn Respekt ist das Wichtigste im Leben. Es ist gut, wenn sie Respekt im Spiel lernen. Was Respekt für mich bedeutet? Für mich ist Respekt keine Frage der Hautfarbe. Wir haben alle das gleiche Blut. Wir sollten uns alle zusammentun. Nur so können wir einen gemeinsamen Weg gehen. Also was mir gut gefallen ist, dass eigentlich heute wieder ziemlich viel los war hier, trotz des nicht so schönen Wetters wie im letzten Jahr. Und ich kann das auch nur unterstützen, was Charles gesagt hat, dass es halt für die Kinder wichtig ist und dass man den Kindern einfach das schon ganz früh beibringt. Ne? Also dieses Thema Respekt, weil die damit groß werden müssen, damit es irgendwann für sie auch selbstverständlich ist. Und das ist das, was Respekt natürlich auch ausmacht. Dass man die Familien direkt damit anspricht und dass man gerade in solche Vereine hier geht und dass solche Vereine das unterstützen, finde ich großartig. Für die Zuschauer gab es ein spannendes Spiel, bei dem die All-Star-Mannschaft 6:4 gewann. Heute gut, aber dass wir das Viertelfinale verloren haben, finde ich nicht so gut. Aber man muss man verlieren und gewinnen, also beides. Das stimmt. Wie fandst du, dass die Mannschaft, die Altherrenmannschaft gespielt hat? Gut. Gegen das Respektteam? Ich war für das Respektteam und die hatten noch letztes Jahr gewonnen, am Oktober, glaube ich. Es war wieder ein super Turnier in Velbert, bei dem gezeigt wurde, dass es um viel mehr geht, als nur ums Gewinnen. Vielen Dank für die Gastfreundschaft und hoffentlich bis bald. Für ein gegenseitiges Kennenlernen zwischen der Respektinitiative, dem Österreichischen Gewerkschaftsbund und der Arbeiterkammer Wien stieg unser Team in den Flieger und machte sich auf den Weg nach Österreich. Europa vernetzt sich.
Die Respektinitiative ist zu Gast beim Österreichischen Gewerkschaftsbund und der Arbeiterkammer in Wien. Georg Sefer erklärt, wie der Kontakt zustande kam. Also im Zuge der Sozialakademie gehen unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer für einen Monat zu Gewerkschaften und Betriebsratskörperschaften in andere europäische Länder. Und im Zuge dieses sogenannten europäischen Praktikums haben wir auch Kontakte nach Frankfurt geknüpft und da hat sich dieser Austausch mit der IG Metall, mit dem Bund Verlag und auch mit Respekt herausentwickelt. Und wir freuen uns, dass ihr zu uns gekommen seid und wir hoffen, dass das in Zukunft auch ein noch stärkerer Kontakt sein wird und wir auch da neben der wichtigen Arbeit, die wir machen, auch sehr viel Spaß haben werden. Ein weiterer interessanter Beitrag kam von Christa Bauer, Projektkoordinatorin im Bereich Jugend- und Rechtsextremismus. In ihrem Vortrag ging es um die Aufklärung von rechtsradikalen Symbolen, Musik und Kleidung. Naja, wir haben im Mauthausen-Komitee immer wieder Anrufe bekommen von Lehrern, Lehrerinnen, von Betriebsrätinnen, von Ausbildnerinnen, die gesagt haben, ja, ich habe da jetzt einen Lehrling oder ich habe eine Schülerin oder einen Schüler, die hat jetzt diese Modemarke an oder hört die und die Musik und ist das jetzt rechtsextrem oder ist das nicht? Und das war so oft, dass wir uns gedacht haben, wir sollten irgendwas machen, damit solche Leute halt eine Informationsquelle haben, wo sie einfach nachschauen können. Das gehört bei einer Kooperation ebenfalls dazu. Magazine, Bücher und Filme wurden vorgestellt und ausgetauscht. Auch das soll der Nachhaltigkeit der Zusammenarbeit dienen. Ich wünsche mir von der weiteren Zusammenarbeit wirklich eine Stärkung einerseits der europäischen und internationalen Denkweise auch der Betriebsräte und Gewerkschafter, weil ich glaube, dass der europäische Gedanke ein super Gedanke ist, ein Gedanke für Toleranz, für Respekt und gegen Fremdenfeindlichkeit und alle anderen Formen von Hass und Ausgrenzung. Und das ist ein Ziel dieser europäischen Zusammenarbeit, dass wir wirklich enger kooperieren, dass wir mehr zusammenarbeiten und für solche Werte wie Toleranz miteinander eintreten. Wir freuen uns auf die weitere gemeinsame Zusammenarbeit und danken für die sehr hilfreichen und interessanten Vorträge und Diskussionen. Mit dem 5. Wolkenkratzer-Festival in Frankfurt wurde wieder Europas größtes Skyline gefeiert. Die IG Metall hatte für die Besucher ihres Hochhauses ein tolles Programm zusammengestellt. Und mittendrin natürlich die Respektinitiative. Nach 6 Jahren Abstinenz war es wieder soweit. Das einzigartige Wolkenkratzer-Festival, bei dem sich für 2 Tage alles um die höchsten Gebäude Frankfurts dreht, war zurück. 1,2 Millionen Menschen besuchten die zahlreichen FFH-Bühnen. Zum ersten Mal dabei die Initiative Respekt, kein Platz für Rassismus. Mit dabei war auch die IG Metall rund um ihren Hauptkassier und Respektschirmherr Bertin Eichler. Ja, wir sind als IG Metall das erste Mal dabei. Und ich finde es einfach toll, dass die IG Metall bei diesem Wolkenkratzer Festival eine Rolle spielt. Wir haben, so hat mir der FFH-Moderator gerade gesagt, eigentlich das schönste Programm. Schade ist, dass wir sozusagen mit dem Main-Forum ein bisschen abseits sind und nicht mitten in der Stadt. Aber ich glaube, es wird noch eine tolle Geschichte heute Morgen. Zu dem Bühnenprogramm gehörten neben der Marching Band Toho Babuhu auch unsere Botschafter Assis mit Herz. Hier ein kleiner Auszug ihrer Performance. Auch dabei Poetry Slammer Tilman Döring. Ein langer Begleiter der Initiative, der mit seinem Auftritt den Zuschauern ein Lächeln ins Gesicht zauberte. Es ist immer schön, für Respekt aufzutreten. Also es ist einfach, ich bin jetzt seit Jahren mit der Initiative unterwegs und sehe mich als festen Teil davon. Und es ist egal wo, immer schön, vor allem erstmal euch zu sehen und natürlich diese Leute, die einem zuhören. Und ich hatte sehr viel Spaß. Neben unseren Botschaftern gab es im Main-Forum noch weitere tolle Künstler zu begutachten. Kein Platz für Rassismus.
Patrick Baum, Nachrichtensprecher bei FFH und für das Wochenende Moderator auf der Mainforum-Bühne, fasst für uns den Tag zusammen. Es war ein cooler Tag. Erstmal hatten wir richtig gutes Wetter, ja, was gestern Abend noch nicht so es sah gestern Abend noch nach Regen und Wolken und kalt aus. Und heute Morgen kam ich nach Frankfurt hier zur Wolkenkratzerbühne und da war halt Sonne da. Und es waren viele gut gelaunte Menschen heute hier, viele unterschiedliche Menschen und es hat super viel Spaß gemacht. Ja. Zwischendurch war es mal ein bisschen windig und es hat auch mal geregnet, aber wir hatten gute Musik da. Wir hatten gute Künstler, wir hatten Leute, die ja, Lust auf Festival hatten, die Lust auf Musik hatten, die Lust auf Hochhäuser hatten. Ja, das Wichtigste eigentlich beim Wolkenkratzer Festival und es war sehr, sehr cool heute. Das war's mit unserem Programm für heute. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, schalten Sie wieder ein und denken Sie daran. Bleiben Sie auch weiterhin respektvoll. Kennen Sie das? Niedriger IQ und fehlende Ausbildung führen oft zu heftigem Rassismus und Vorurteilen. Ja! Ja, aber gibst du da nichts von rational? Natürlich! Das neue Anti-Idiotikum. Mit seinen Wirkstoffen Respekt und Toleranz führt Anti-Idiotikum sofort zu einer spürbaren Steigerung der emotionalen Intelligenz. Sogar in Härtefällen. Überdosierung ausgeschlossen. Anti-Idiotikum. Ihrer Umwelt zuliebe.